Innsmouth, Stadtrand. Geschafft. Endlich verlässt du die Gassen von Innsmouth, die schon eng geworden waren, dass sie dir praktisch die Kehle zuschnürten. Vor dir erstreckt sich nichts als Dunkelheit. Dieses miese kleine Küstenkaff liegt hinter dir. Du hast es eingetauscht gegen einen holprigen Feldweg und einen Park- und Rastplatz, dessen motorisierte Bewohner im Mondlicht glitzern. Du atmest tief ein. Der Druck, welcher sich unmerklich den Tag über in deinem Brustkorb aufgebaut hat, weicht nun Entspannung. Oh, süße, friedliche Entspannung, in der du schwelgen wirst, sobald dein Hinterteil erst zurück nach Boston geschafft und Kontakt mit deiner Ledercouch hergestellt hat. Aber wie willst du jetzt eigentlich nach Hause kommen? Wenn es sein muss, gehst du zu Fuß. Verdammt. Erst einmal den Parkplatz inspizieren. Und ja, wir inspizieren natürlich erstmal den Parkplatz. Vielleicht finden wir noch etwas, was fährt. Der Park- und Rastplatz von Innsmouth ist mit einfachen Holzbalken umzäunt. Mehr oder weniger grazil schwingst du dich über den nächsten Balken und siehst dich eingekesselt von einer ganzen Menge Autos diverser Generationen. Neben den aktuellen Modellen, die du jeden Tag aus deinem Bürofenster beobachten kannst, sind hier ein paar echte Klassiker abgestellt. Die Sorte, die noch eine richtige Hupe an der Karosserie angebracht hat. Haben die Besitzer nicht Angst, dass ihre antiken Wagen geklaut werden? Inmitten eines überquellenden Parkplatzes in der Mitte der Nacht erwägst du deine Optionen. Ja, sie sind überschaubar. Ein Auto knacken, ein wenig herumwandern. Tja, da versuchen wir doch mal, ein Auto zu knacken. Du könntest ein Auto knacken. Am besten eines von den neueren. Eines, das zu sagen scheint, stehe mich, meine Batterie hat noch Saft. Schritt 1. Einbruch. Es muss schnell gehen. Du hast keine Zeit für Showeinlagen. Auch wenn du furchtbar gerne ein Autofenster mit deinen Ellenbogen zerschlagen würdest, so wie es in den Filmen passiert. Die Waffe deiner Wahl, ein Stein, der gut und stabil in der Faust liegt und bald intime Bekanntschaft mit einem Wagenfenster machen wird. Du holst Schwung und haust den Stein ins Leere. Das Fenster ist heruntergekurbelt. Auch gut, wenn auch unverantwortlich. Irgendein Psycho könnte vorbeikommen und das Auto klauen. Ohne zu zögern reißt du die Plastikversiegelung des Armaturenbrettes auf. Halb rechnest du damit, dass die vielen Szenen aus dem Fernsehen, in dem jemand dein Auto kurz schließt, alle nur erfundener Blödsinn sind. Doch heute muss dein Glückstag sein. Es funktioniert. Der Motor des Wagens heult auf. Du legst den Rückwärtsgang ein und buxierst den Wagen aus der engen Parkplatzlücke. Die Scheinwerfer beleuchten die unzähligen, stillgelegten Autos aus diversen Jahrzehnten. Ein Schauer geht dir über den Rücken. Das Auto brettert über den Parkplatz und jagt über den Feldweg. Irgendetwas sagt dir, dass heute Nacht kein Gegenverkehr mehr zu erwarten ist. Erleichterung überkommt dich, als du den Wagen vom Feldweg auf die nächste Landstraße lenkst. Der Motor rührt und dein Fahrzeug fährt so schnell es nur fahren kann durch die Dunkelheit. Monate später. Mit einem Ruck fährst du aus dem Schlaf zurück in die Realität. Einzig das fahle Mondlicht fällt durch die Jalousien deiner Wohnung. Es muss tief in der Nacht sein. Du bist schweißgebadet, so wie jedes Mal. Mit einem Seufzer stützt du dich auf, setzt dich auf die Bettkante und versuchst dich zu beruhigen. Du bist in Sicherheit. Du bist daheim. Du hast ihren Machenschaften ein Ende gesetzt, den Entführungen und all den Lügen. Du bist ins Innsmouth entkommen und doch hält die Stadt dich noch immer in ihren Fängen. So, ihr Lieben, das war unser Spieldurchlauf von The Innsmouth Case. Wir haben es wirklich geschafft, lebendig aus Innsmouth wieder zu entkommen. Das ist wirklich gar nicht mal so einfach bei 27 verschiedenen Enden, die, wie gesagt, alle größtenteils tödlich verlaufen. Ja, aber man sieht halt schon wirklich sehr, sehr deutlich, wie viel Liebe und Hingabe sich die Entwickler gegeben haben, irgendwie dem Stoff so ein bisschen treu zu sein. Ja, ganz viele Anspielungen, ganz viele Easter Eggs. Die Leute unter euch, die sich so ein bisschen so mit dem Stoff auskennen, irgendwie werden es auf jeden Fall sofort erkannt haben. Und den anderen kann ich nur empfehlen, sich den Stoff mal zu geben. Ja, also die Geschichten aus dem Cthulhu-Universum sind einfach super cool von H.P. Lovecraft. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch diese Art von Let's Play halt gefallen hat
uns hat es halt sehr gefallen, weil das Spiel halt sehr charmant ist und es halt eine andere Art des Let's Plays mal war irgendwie und auch für uns eine kleine Herausforderung darstellte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, irgendwie, wenn es sich in den Kommentaren widerspiegelt und ihr uns einfach mal eure Meinung dazu sagt. Und vielleicht wollt ihr nochmal sowas haben oder vielleicht auch nicht. Ne? Lasst es uns einfach mal wissen, indem ihr es unten in die Kommentare schreibt. Ansonsten kann ich jetzt nur hoffen, irgendwie, dass ihr Spuren hinterlasst. Ja? Zeigt, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ciao.